Nobelberge weit, zu Höhlen tief aus alter Zeit. Und dort, wo knisternd im Gehölz erwacht ein Brand von Winden angefacht, zum Himmel rot die Flamme lot, der Wald befackelt. Hallo und herzlich willkommen zu dem neuesten Let's Show zu Charin. Dies ist das Weihnachtsspecial zu Charin. Das heißt, ihr dürft im Anschluss diese Welt herunterladen und ja, ein bisschen drauf spielen. Dazu muss ich natürlich sagen, die Welt ist noch lange nicht fertig. Es gibt noch einige Sachen, die neu gemacht werden. Wir sind leider nicht so fertig geworden, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Aber ich sag euch heute das, was fertig geworden ist. So, ich hätte mir eigentlich noch mal kurz das letzte Let's Show ansehen sollen, aber naja, ich weiß jetzt nicht, was ich gezeigt habe, was nicht. Ich sag einfach noch mal alles von vorne. Ich zeige heute auch nur Charin. Ein kurzes Charin, ja. Aber ich möchte ganz gerne am Anfang noch etwas anmerken, und zwar, wir haben heute den 15. Dezember, es ist 19:02. Gestern habe ich, wie wir alle gestern mitbekommen haben, ist gestern in den USA ein sehr schwerer Amoklauf passiert. Da ist ein 20-Jähriger in eine Schule gelaufen oder halt, ich habe gehört, also in meinem Alter, also ich bin 20, also ich denke jetzt mal 20 beziehungsweise älter oder, ja, sagen wir mal, ein Jahr jünger oder ein Jahr älter. Da gab es 27 Tote, darunter sehr viele Kinder, und ich finde das sehr, sehr schlimm, was da passiert ist. Und was ich aber nicht so gut finde, ist, dass jetzt schon wieder Computerspiele deswegen verantwortlich gemacht werden, wie Call of Duty. Ich meine, ich bin kein Call of Duty-Fan, das weiß eigentlich jeder, der mich kennt, aber es ist eigentlich schwachsinnig, sowas zu behaupten. Aber das geht jetzt nicht. Ich möchte hier gerne, ich sag jetzt mal, vielleicht eine Minute oder auch ein bisschen, ein paar Sekunden, sag ich mal 30 Sekunden, den Opfern gedenken, und ich möchte gerne, dass ihr dabei seid. Und einfach mal kurz eine Schweigeminute einhalten zu Gedenken der Opfer.
eine ziemlich traurige Angelegenheit, sowas. Möchte ich keinem wünschen, so, sowas zu erleben. Und ich möchte sowas auch nicht erleben. Und naja, aber trotzdem soll es unsere Stimmung nicht gleich kaputt machen, auch wenn es ein bisschen drüber liegt. Aber ich verfange es trotzdem an, das Shireen zu zeigen. Und zwar, ich stehe auch hier gerade noch vor dem Eingang von Shireen. So. Ja, wir haben hier den Eingang von Shireen. Die zwei Engel zieren halt den Eingang und dann halt da oben die große, ja, der große Torbogen, den wir früher stand hier so ein etwas kleinerer, es sollte ja zwei Eingänge, es gibt ja zwei Eingänge und da stand halt, hinten stand halt ein größerer, ich glaube, etwas kleinerer hat mir nicht mehr so gut gefallen, habe ich gesagt, komm, machen wir es anders, machen wir so und jetzt haben wir es so gemacht. Ich entschuldige mich für das Tastaturknacksen, also dieses, weil ich weiß nicht, ob man das wirklich hört, aber ich habe eine alte Tastatur, weil meine andere neue, noch nicht mal einen Monat alt, da kaputt gegangen ist, weil das ist ja Microsoft. Naja, aber ich will mir vielleicht irgendwann mal eine G110 von Logitech kaufen. Und ja, wäre ganz nett, weil die ist ziemlich gut. Habe ich mal gesehen oder gelesen. Ne, ist auch geil. Auf jeden Fall entschuldige mich für dieses Knacks im Hintergrund. Tut mir leid. Aber kann es leider nicht ändern. Okay. Ja, wo haben wir stehen geblieben? Genau, hier beim Eingang. Also, wir eigentlich sollte hier rum noch diese, das kann ich auch gerne auch zeigen, so ein Abfluss kommen, also wo halt Wasser runterfließt, bis da hinten hin, das ist auch noch nicht fertig geworden, weil, ja, die Lust hat ein bisschen jetzt in letzter Zeit ein bisschen gefehlt und, naja, ich bin auch mit dem Shireen noch nicht so ganz zufrieden, aber das kommen wir später zu, ich werde das noch ein bisschen umbauen, aber, da ich euch das versprochen habe, jedenfalls ich hab mir versprochen, es zu bringen, deswegen mache ich es auch und ich hoffe, dass ihr es trotzdem runterladet, weil es gibt ja noch sehr viel anderes zu sehen. Also ich sag jetzt mal, Elysium ist zum Beispiel, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, glaube ich. Hat es jemals gebracht? Nee, habe ich gar nicht. Muss ich mal extra Lecture machen dafür. Und, ja, so hier Dings, wie heißt es? Eldoras und den gibt es ja auch noch hier auf der Welt. Da könnt ihr euch alles erkunden. Und ich werde euch auch eine Wegbeschreibung packen, also wie ihr da hinkommt, wenn ihr am Spawn seid. Und ja. Also es wird halt, wie gesagt, ein kleines Weihnachtsspecial und also es ist jetzt ein kleines Geschenk für meine Abonnenten. Und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Ja, hier kommt halt noch, es ist noch ein bisschen leer hier in der Fläche, aber hier kommt noch ein bisschen was hin. Also die Engel, die ziehen halt so und den Eingang hier auch den Banner mit dem goldenen Shireen. Ja, dann geht's halt rein und dann werde ich halt noch was reinbauen oder halt was hinsetzen, was weiß ich noch nicht so ganz genau. Und hier halt auch ein paar Bäume, so runde Bäume. Die kommen von hier hinten, da kann man die sehen, glaube ich. Ja, doch, ja, genau, das sind die gleichen. Waren wir kopiert, weil wir so viel Lust hatten. Nein, also, haben einfach reinkopiert, weil es einfach cool aussah, als wenn da nichts wäre. Ne? Und dann kommen wir jetzt hier zu dem, was das eigentlich für ein Gebäude sein soll, weiß ich noch gar nicht so. Aber wir gehen mal rein, also wir können uns jetzt entscheiden, ob wir jetzt hier lang gehen, wir können darum gehen. Oder wir können auch durchgehen. Wenn wir durchgehen, kommen wir halt natürlich in das Gebäude rein. Dieses Gebäude haben die Melanie und ich zusammengebaut. Und irgendwas flackert hier komisch. Ich weiß auch nicht, was das ist. Und ich höre wieder Fledermäuse irgendwo hier rumpiepen. Weiß nicht, ob ihr das auch hört. Wie verhöre ich sie? Naja, hier haben wir jetzt so einen Balkenblock, der keine wirkliche Funktion hat. Doch, der hat eine Funktion. Der macht Speed. Ah, okay. Speed. Der geht halt hier hoch, durch die, Fenster hindurch, durch die Zäune. Man kann halt hier auch hochgehen, aber es ist halt nicht so viel hier. Weil, wie gesagt, wir und Einrichten, also Shireen und Einrichten ist, das passiert erst, wenn Weihnachten los auf einen Tag fällt. So, wenn wir hier durchkommen, hier war ja schon ja früher das Parlament, das haben wir jetzt erstmal weggemacht, weil es hier nicht wirklich reinpasste. Entschuldigung, oh, jetzt muss ich wieder, wenn ich so viel spreche, dann kommt mir so ein Kloß im Hals, das ist voll doof. Ja, hier haben wir halt etwas, auch ein paar große Brunnen, die gefallen mir jetzt auch nicht mehr wirklich so, weil sie, ja, wie soll ich sagen, etwas groß sind, ein bisschen überdimensional gebaut, aber mal schauen, vielleicht mache ich es ein bisschen kleiner, dann mache ich es ganz weg und baue was Kleineres hin. Jedenfalls hier kommen wir dann durch diese Allee und dann kommen wir hier durch und hier sehen wir auch schon auch wieder Banner, die roten Banner von Shireen. Hier sollten auch ein paar hinkommen. Und da hinten geht es halt, man kann sich auch hier entscheiden, wie man lang geht. Wer da lang oder da rum.
Wenn wir halt durchgehen, kommen wir in das Rathaus. Das Rathaus ist Gott sei Dank doch mal eingerichtet. So, gehen wir mal rein. Ja, das Rathaus ist, glaube ich, auch so mehr so ein Ein-Mann-Projekt gewesen. Also, das habe ich gebaut. Es ist halt auch sowas, so eine Ausreisefunktion. Also, hier kann man halt einreisen und sagen so, ja, ich möchte halt gerne in Schirin anreisen. Dann kommst du halt durch, wirst durchgeschleust. So. Weil es ist ja alles sehr wichtig. Deswegen muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das mache. Vielleicht mache ich es auch, vielleicht lasse ich es auch. Das war erstmal so diese Idee davon. Und jetzt kommt man hier halt raus. Und kommt man dann halt hier hin in das Schirin direkt rein. Ja, und die Häuser. Hier steht auch, ich mache hier Tag. Das ist ein bisschen doof. Warum geht das nicht? Ach, toll. Naja, müssen wir halt hier so leben. Ich kann ja mal ein bisschen, was weiß ich, Helligkeit, machen wir ein bisschen Helligkeit hoch, so, dann sieht das auch nicht so schlimm aus. Okay. Also, wir haben das Rathaus von hinten. Da sollten auch noch Banner, kommen. Sieht also genau aus wie vorne. Es hat halt so ein Plus und, also, das heißt Plus eigentlich. Nee, eher so, also, die zwei Seiten kommen halt raus und das, ja, vergiss es. Ich glaube, mir glaube ich, dünnsches. Ihr seht auf jeden Fall, das ist halt so gebaut, ne? Bla. Ist jetzt auch scheißegal. Nein. Jedenfalls, das ist das Rathaus. Mehr braucht ihr nicht wissen. Und da oben sieht man auch schon, dass da ein Banner hinkommt. Auch noch nicht ganz fertig. Ja, der Mond. Ist eigentlich der Mars. Oder sollte der Mars darstellen? Ja, hier kann man auch entscheiden, wo wir lang gehen. Ah, nee, ich glaube, da hinten kommt man nur dann halt wieder zurück. Wie gesagt, hier kommen halt auch noch ein paar Gebäude hin. Das sieht auch ein bisschen zu leer aus. Und hier halt haben wir auch schon ein kleines Gebäude. Was ist denn das hier? Gut. Das sollte eigentlich nicht da sein. So. Und was mir halt nicht so an Schirin gefällt, ist, dass, oder in diesem Schirin ist halt das entweder zu weit auseinander oder zu dicht aneinander. Also ich habe schon zu meinen, zu meinen Leuten gesagt, dass wir wahrscheinlich Schirin nochmal komplett neu machen werden. Nochmal einen komplett neu bauen werden. Weil es gefällt mir nicht von der Aufbaustrategie, von der Struktur her nicht so ganz. Und ja, eine werden sich in den Kopf fassen und denken so, oh mein Gott, ne? Kann der das nicht eher machen, aber naja. Drauf losgebaut und dann fällt man halt noch mehr. Auf jeden Fall, das, was ihr jetzt hier seht, wird halt das Schirin sein, was also zu Weihnachten. Und wir sehen ja auch schon die größten Neuerungen. Der Marktplatz hat einen etwas größeren Baum bekommen. Und zwar dieser Baum kommt aus einem, also habe ich gebaut, aber in einem Projekt von dem, der Frederik, der Wills hier dran gearbeitet hat. Neben dem Baum aber zu groß war und nicht so wirklich also zu groß war für sein Dorf und das Dorf auch, glaube ich, auch eher verfallen ist. Also das Projekt wurde verfallen, es sollte ein Dorf werden, habe ich glaube ich schon gesagt, weiß ich nicht, ist auch egal. habe ich mir gedacht, Mensch, ist es zu schade, diesen Baum wegzumachen, machst du ihn hier rein. Passt auch besser als tausende Brunnen hintereinander. Und eigentlich sollten jetzt hier auch überall links sein, also Villager, aber die sind irgendwie weg und da sehen wir auch schon Weihnachtsbaum. Aber da gehen wir noch nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal da lang und da ist auch noch so ein bisschen größere Baustelle. Und hier haben wir ein Haus, das hat der Mega-Racer gebaut, der Patrick. Passt, sieht unheimlich geil aus, passt aber überhaupt nicht in den Baustil von Schirin. Deswegen muss ich mir Gedanken machen, wo ich das hinpacke. Und vielleicht, wie gesagt, weniger bei Schirin umbauen nochmal, vielleicht finde ich da auch einen besseren Platz für. Und vielleicht baut ja der Patrick noch eins und dann können wir das halt... So, hier, das meine ich. Hier sind sie sehr, auch sehr dicht, sehr weit auseinander. Also hier hat man vielleicht Platz, um noch eine Gasse zu machen. Und hier ist es dann schon wieder ein bisschen näher. Das gefällt mir. Hier auch das Gebäude hat ja auch der Patrick gebaut. Auch sehr geil. Aber passt auch nicht wirklich so in das, ich will nicht fliegen. Passt auch nicht wirklich so in das Konzept von Schirin. Ich muss mir halt überlegen, ob ich noch so ein Vordorf baue. Also das ist halt, aber das wäre ein bisschen zu prunkvoll für ein einzelnes Dorf. So, wir sehen hier hinten schon Mauern und dahinter Schiffe. Diesen Turm hat auch der Patrick gebaut. Als Anfang für den Glockenturm, der aber etwas größer werden sollte. So, bla 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 bla. Gehen wir jetzt mal hier durch. Boop. So, und wenn wir hier durch raufgehen, kommen wir halt zu der Mauer. Die Mauer hat der Mana Black entworfen und gebaut. Und passt auch hier wirklich sehr gut rein. Und ja, und hier haben wir halt die Schiffe. Da gehen wir aber jetzt nicht rein. Die Schiffe könnt ihr euch selber anschauen. Die Schiffe sind halt Copy und Paste, weil es war einmal gebaut und dann immer wieder kopiert. Also viermal. Und der
Frederik, der baut auch an dem Flaggschiff von Sharin, das auch ultra geil aussieht und sehr groß ist. Vor allem sehr groß. So, und hier, ja, hier ist halt noch Baustelle und da sieht man nicht so viel. Ja, wie gesagt, mich stört das ganze Konzept von Sharin noch sehr. Ich wollte, es war auch wieder zur Debatte, eine neue Welt anzufangen. Aber, nee. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob. Klar, ich könnte sagen, es ist mein Projekt, ich kann mitmachen, was ich will. Und dann könnte ich auch sagen, aber ich weiß, dass viele, die jetzt noch mir zuschauen, an der Welt hängen, aber die Welt ist halt auch ein bisschen. Ich weiß es nicht, ob ich wirklich nochmal eine neue Welt anfange, weil das wäre ein ziemlich. Ich glaube, dann würden sich auch andere verarscht vorkommen fühlen. Also, es macht er neu, dann macht er alt, dann macht er wieder neu, kann es sich entscheiden. Piep. So, wir haben ja, wie gesagt, ich kann nicht sehr viel zeigen. Wir haben nur Häuser und die meisten davon sind überhaupt nicht eingerichtet und das stört mich am meisten. Ich möchte auch, sag ich mal, Funktionen, Schmieden, Feuerwehr, Polizei oder halt sowas, irgendwas auch ein bisschen mehr Action in die Welt reinzukommen. Und irgendwie nur Häuser ist irgendwie auch ein bisschen scheiße. Also, ich werde wahrscheinlich das ganze Konzept von Sharin nochmal überarbeiten, aber das nach Weihnachten erst oder halt über Weihnachten drüber, weil ich möchte mich so extrem mit Sharin dann Weihnachten nicht beschäftigen. Aber für die neuen, ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch neue Zuschauer, die Sharin noch nicht so kennen, hier haben wir ein Denkmal. Das Denkmal hat leider eine traurige Geschichte und wer halt schon ein bisschen mitbekommen hat, ich lese es jetzt nicht vor. Da könnt ihr auch mal lesen. Dann könnt ihr, und wenn ihr auf die Welt kommt, könnt ihr auch da, ist ein Buch drin, da könnt ihr noch mehr drüber lesen. Halt, ist halt, also hier ist Denkmal, hier ist echt, hat also eine echte Funktion. Und ja. Aber das soll jetzt auch nicht wieder unser Gemütszustand trüben. Ich sehe gerade die Welt geht unter, ja. Die Welt geht sowieso unter. Nein, der Mond geht unter. Jetzt gehen wir mal in die Kirche. Die Kirche gefällt mir von innen aus Stadt auch nicht so wirklich. Weil das ist irgendwie auch ein bisschen zu schlicht gehalten. So, warum springe ich jetzt eigentlich? Weiß ich auch nicht. Ja, ein bisschen zu schlicht gehalten. Irgendwie, da fehlt ein bisschen der Feinschliff. Und naja. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rein. Aber auf jeden Fall ist das die Kirche. Und die Kirche führt auch ein kleines Geheimnis. Das dürft ihr auch dann selbst herausfinden, welches das ist. Ich hoffe, es geht auch noch. Naja, auf jeden Fall befindet sich das irgendwo hier. Könnt ihr mal gucken, ob ihr es findet. Da gehen wir jetzt aber nicht rein, das dauert dann zu lange. So, ich fliege jetzt mal hier wieder raus. Da hinten steht ein anderes Denkmal, das ist eins mit der ältesten Denkmäler. Also gehen wir mal hier wieder raus. So, zack. Die Türme werde ich wahrscheinlich auch nochmal bearbeiten, weil es ist irgendwie so eine große Kirche für so eine kleine Tür. Ups, jetzt komme ich ja noch in den Brunnen rein. Ist irgendwie ein bisschen blöd. So, aber da hinten sehen wir, oh, was ist denn das da? Oh, geil. So, was sehen wir jetzt hier? Hier sehen wir Rudolfs Red-Nosed Reindeer. Ja, dieser Rudolf ist aber nicht von uns. Er ist aus einer Schematik. Auch hat der Malerblatt gefunden. Also das ist jetzt nicht, also der ist jetzt nicht von uns. Den haben wir nicht gebaut. Aber ich fand ihn einfach so knuffig, dass ich den hier reinhaben wollte. So, und der Weihnachtsbaum halt, das heißt halt da darstellen, dass hier halt Weihnachten ist. Und hier gibt es auch ein kleines Gimmick. Das lese ich jetzt mal vor, aber ihr dürft es dann suchen. Die buntesten Pakete sind die schönsten. Punkt, Punkt, Punkt. So, das dürft ihr jetzt halt rausfinden, welches das von den Paketen ist. Und da befindet sich auch dann ein kleines Geschenk an euch. Wer es findet, wer es als erstes findet, kriegt dann auch dann dieses Geschenk. Oder sag ich mal, wer es findet, der darf es dann noch behalten. Und der kriegt auch dann das, was er gefunden hat. So, jetzt haben wir hier zwei Häuser, die mir von der Struktur her gefallen, aber vom Endprodukt dann her nicht. Ich bin das eine hier. Erbaut wurde das von El Nino, der auch neu hier ist. Also er hat am Anfang eigentlich recht gut gemacht, kann man sagen. Nur passt es auch nicht so, diese Ecken hier passen nicht so wirklich in den Baustil von Sharin. Und da wir auch meistens immer dreistöckig sind, zweistöckig, auch ein bisschen zu klein, das Dach gefällt mir auch nicht so. Das ist auch das Problem bei dem hier. Das habe ich aber auch. Das Haus habe, also den Grundriss habe ich nicht ich gebaut,
sondern der Alex Nato, der eigentlich bei Meldoran dabei ist. Aber ja, hier das Dach gefällt mir mal so überhaupt nicht und werde ich wieder abreißen. Aber jetzt kommen wir zu der neuesten Neuerung und auch zu dem schönsten. Und zwar ist das der Glockenturm. Ja, der Glockenturm etwas größer als die meisten Glockentürme, die man kennt, weil die ganze Redstone-Schaltung, die da rein muss, muss ja auch irgendwo verdeckt werden. Es ist leider noch nicht ganz fertig, noch nicht fertig geworden, weil, wie gesagt, die Zeit irgendwo fehlte auch. Jetzt kommt man natürlich da jetzt nicht mehr hoch, oder beziehungsweise nicht mehr, doch, man kommt runter. Ich muss nur gucken, wo man runterkommt. Ja, toll. Hier kommt man runter. Genau, da kommt man runter. Also wenn man hier runter, also die Redstone-Schaltung hier ist etwas größer als die anderen, da es eine funktionelle Uhr ist. Also die Uhr funktioniert einwandfrei, nur mit einem Zeiger. Das heißt, Sekundenzeiger gibt es leider nicht, was ich eigentlich dachte, aber naja. Wenn wir jetzt hier runtergehen, sind wir auch dann schon drin. Und das ist die Redstone-Schaltung. Hier hat der Patrick, also der Megabaser, sehr gut Arbeit geleistet. Ja, wie gesagt, war ein bisschen anstrengend. Hier sollte man am besten, glaube ich, nichts drücken. Ich weiß es nicht. Ich drücke nicht so gerne diese Knöpfe, weil ich habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Aber diese Knöpfe darf ich drücken. Und zwar haben wir hier einmal Refresh, das Refresh-System. Einmal drücken einfach. So, einmal gedrückt. So, passiert nichts. So, Auto-Durchlauf, on-off, automatisch. Hier machen wir jetzt mal on. So, ich sollte eigentlich die nicht laufen. Keine Ahnung. Ich hoffe, sie läuft. Ich weiß es nicht. Vielleicht läuft sie ja, vielleicht nicht. Manuelle Schaltung. Ne? Da kann man das manuell schalten. Ah, da doch. Da habt ihr es gesehen. Wir gehen jetzt mal hoch wieder. Also diese Uhr funktioniert. Ja, soweit so gut. Jetzt komme ich hier... Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Ich höre gerade, dass das Telefon klingelt. Ich gehe aber jetzt nicht ran. Ich hoffe, ich höre jetzt nicht. So, papp. Ich wollte raus, ne? Ich wollte raus. Ja, wie gesagt, fertig ist das noch nicht, also eingerichtet ist es noch nicht. Hier haben wir halt einen kleinen Vorgarten, das ist halt ein bisschen... So, ich sollte eigentlich... Es geht nicht. Wow. Krass. Danke, Patrick. Vorführeffekt gleich null. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was passiert. Ah, doch, da war was. Da war was. Da habt ihr es gesehen. So, jetzt hoffe ich mal, dass das auch jetzt was bringt. Huch, jetzt... Reiße ich wieder alles um. Ah, da läuft es. Gut, doch geht, funktioniert. Und ja, oben haben wir dann halt Magie. ja, die Bild, also was das. Warte mal, da ist ein Schild oben. Was ist das? Block Fortus FTW. Aha. Da steht noch was. Kopiert. Nee, es ist nicht. Es ist na ja, es ist, ja, kopiert. Hm. Arschlecken. Aber wer das geschrieben hat und der es guckt, der kann sich am. Das ist nicht kopiert. Es ist gesehen, also ich habe es gesehen, ja. Und habe versucht, das nachzubauen. Habe es aber nicht hingekriegt, da hat mir die Manny beigeholfen. Wir haben es, ich sag mal, so ein bisschen. Ja, nachempfunden. Ich weiß gar nicht, Blockcraft, ich weiß nicht, ob es von Blockcraft war oder woanders. Es gibt ja haufenweise diese Dinger. Vielleicht hat der es von Blockhoff und wir haben es da, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, war nicht Blockhoff. Ich weiß gar nicht, was Blockhoff wirklich ist. So, sorry, das war mein Dings. Jedenfalls ist es nicht kopiert. Also, dass es jetzt einfach genommen ist und kopiert ist, weil, das ist es nicht. Ich wollte eigentlich erst in Wolle machen, aber das sah irgendwie nicht so gut aus. Dann habe ich gedacht, nimm es ein Eis, weil es war, das Bild war in Wolle. Ich kann es auch gerne nochmal irgendwo, wenn ich es finde, kann ich es ja nochmal in die, Beschreibung, Poster könnt ihr sehen. Es war alles aus blauer Wolle, aber es hat mir nicht so gut gefallen. Und dann habe ich halt das Eis genommen, weil es sah irgendwie besser aus. Aber da konnte man halt kein Licht reinmachen, weil das wäre geschmolzen. Und das wäre auch nicht so schön gewesen. Jedenfalls ist es nicht kopiert. Und wer es geschrieben hat und wer schreibt hier, den schmeiße ich raus. Ganz einfach. So. Weil man kann auch erstmal fragen, woher es kommt und nicht sowas. Weil das finde ich einfach... Und aller Sau, so eine Scheiße. Aber nun gut, was soll's. Ja, Häuser. Ganz viele Häuser. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch was zeigen. Nee, ich glaube, das war's auch schon mit Charin. Es ist halt leider nicht so wirklich geworden.
wie ich es mir vorgestellt hatte, aber ich muss mal kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Einen Moment. So, da bin ich wieder. 22 Minuten habe ich jetzt aufgenommen. Ein bisschen lange. Aber naja. Ich muss leider dazu sagen, es gibt leider nicht so viel in Schrien zu zeigen. Das kotzt mich selber irgendwo an. Aber naja, was will man machen? Ich werde auf jeden Fall die Welt jetzt hochladen. Euch zu Weihnachten, dass ihr halt die Weihnachten habt. Und wahrscheinlich werde ich dann nach Weihnachten oder auch über Weihnachten rum schon ein bisschen mir Gedanken machen, wie ich Scharin neu machen werde. Ein bisschen planen, ein bisschen schauen. Und dann werde ich euch auf jeden Fall, und ich verspreche euch zum neuen Jahr, ein etwas schöneres Scharin als das hier. Es gefällt mir. Und ich verscheine wahrscheinlich euch auch nicht so hundertprozentig, da irgendwo in der ganzen Welt irgendwo die Magie fehlt. Wahrscheinlich werde ich auch eine neue Welt nehmen. Leider. Da die Welt auch ziemlich zerschossen ist, dank auch der neuen. Ich meine, die Welt steht seit der Alpha. Und wir haben jetzt, keine Ahnung, Vollversion 1.4.5, bald die 1.5. Und das, ich meine, wir müssen uns auch irgendwo sagen, wir müssen auch mal eine neue Welt nehmen. Das machen andere auch. Es geht leider nicht mehr. Und die Welt hat auch sehr, leider sehr viele Fehler und Baufehler und hast du nicht gesehen. Und ja. Deswegen müssen wir das. Werde ich wahrscheinlich. Ich werde es mir überlegen, ob ich es mache. Wie gesagt, das kann alles so ändern. Nun gut, ich verabschiede mich erstmal. Wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, obwohl wir uns wahrscheinlich nochmal sehen werden. Was heißt wahrscheinlich? Wir werden es nochmal sehen, aber nicht mehr in Scharin. Weil die nächsten Shows werden dann. Ich habe ja einen Plan gemacht. Den Plan könnt ihr euch auch nochmal ansehen. Ich werde den nochmal bei Facebook posten. Und da könnt ihr ihn noch mal ansehen. Also die nächsten Let's-Shows werden dann, die eigentlich hätten kommen sollen, ursprünglich werden aussetzen. Ich, wie gesagt, Weihnachten rum und, sagen wir mal, wahrscheinlich erst ein neues Jahr wieder ein neues Let's-Show bis dahin. Aber nun gut, was wollte ich noch sagen? Ja, ich wollte euch sagen, ich wünsche euch ein wundervolles Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken. Ich hoffe, ihr wart auch sehr artig. Zeigefinger. Nein. Und wie gesagt, wir sehen uns ja nochmal, aber wie gesagt, nicht mehr in Scharin. Gut, das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, aber es ist egal. Macht's gut, Leute. Ich bin der NX Inzockt. Bis demnächst. Tschüss.